Frauenstimmrecht? Nein, wer soll denn sonst den Teppichklopfer schwingen? So polemisch wurde dagegen gekämpft, dass Frauen wählen dürfen. Vor 100 Jahren haben die Männer diesen Kampf verloren. Ein Bremer Frauenbündnis feiert das Frauenwahlrecht jetzt mit einer Veranstaltungsreihe, die soll zum Nachdenken anregen. Die Gleichberechtigung ist eine Schnecke und bewegt sich leider eben auch heute noch im Schneckentempo. Beispiel 1960er Jahre. Frauen putzen, kochen, waschen. Das klassische Bild. Und obwohl sie da schon seit 50 Jahren wählen dürfen, ist das vielen Männern alles andere als recht. Ich bin dafür, dass die Frauen nicht wählen dürfen. Ach, warum nicht? Eine Frau gehört am Kochtopf. Ich möchte dazu nur sagen, ist es richtig, dass Männer wählen dürfen? Denn bis jetzt ist die Politik von den Männern bestimmt worden und sie ist nicht immer zum Wohle der Menschheit ausgefallen. Das, was die Dame eben gesagt hat, das finde ich für sehr schlecht. Ich finde, dass Frauen hinter der Küche und im Haushalt hingehören, aber nicht hinter dem Welttisch. Es ist schon sehr oft vorgekommen, dass wenn Frauen gewählt haben, dass wir eine Regierung gehabt haben, die unter aller Sau war. Ich würde sagen, es ist vielleicht etwas schmeichelhaft, dass Frauen wählen. Also die Männer würden sich doch immer durchsetzen. Darum bin ich dafür, dass einwandfrei nur die Männer dafür sind. Wir haben dieselben Rechte wie die Männer. Ganz einfach. Ja, wie, was heißt hier früh? Wir müssen sie ja noch mehr arbeiten wie die Männer. Von morgens bis abends. Die Männer kommen nach Hause, setzen sich an den Tisch, kriegen ihr Essen aufgesetzt. Und da haben die Feierabend. Wir müssen weitermachen, wenn wir nach Hause kommen. Stimmt ganz genau. Warum denn nicht? Die gesellschaftliche Debatte über die Gleichberechtigung der Frau ist seitdem natürlich vorangeschritten. Doch auch wenn Frauen seit 100 Jahren wählen dürfen, ist nicht alles feierlich. Wir sind noch weit davon entfernt, dass wir 50% Frauen in den Parlamenten haben. Aber auch wenn wir uns die Vorstände angucken oder auch die Aufsichtsratsposten, dann sind Frauen nach wie vor weit, weit, weit davon entfernt, 50% zu bekommen. Die Veranstaltungsreihe 100 Jahre Frauenwahlrecht, Vorträge, Podiumsdiskussionen und ein Quiz. Damit will das Bündnis von Mitte Oktober bis Ende November die Diskussion über die Gleichberechtigung in Bremen vorantreiben. Wir wollen mit diesen Veranstaltungen Lust machen auf mehr Informationen, auch über die Geschichte von Frauen und speziell über Bremerinnen. Die erste Veranstaltung findet am Dienstag in der Bürgerschaft statt. Thema: 100 Jahre Frauen in der Politik. Immer das kleinere Stück vom Kuchen. Und ich begrüße die Landesfrauenbeauftragte von Bremen, Bettina Wilhelm, eben im Film schon kurz zu sehen, jetzt im Studio. Moin, Frau Wilhelm. Dieser 12. November 1918. Können Sie die historische Bedeutung dieses Datums noch mal skizzieren? Was hat das bewegt? Naja, das ist sicherlich ein Meilenstein für die Gleichberechtigung, denn damit hat eben die politische Teilhabe wirklich auch von Frauen begonnen, obwohl die Forderung danach schon wirklich viel, viel früher begann. Wirklich, die erste Menschenrechtserklärung war bereits 127 Jahre zuvor und so lange hat es gedauert, bis dann tatsächlich ein Menschen, also im Grunde das umgesetzt wurde. Ja, und bis das in den Köpfen der Menschen, ja, vor allem der Männer, ja, angekommen war, ja, war es dann noch ein ziemlich weiter Weg, wie wir gerade gemerkt haben. Wenn wir mal uns Bremen und die politische Mitbestimmung von Frauen heute angucken, ich habe das mal nachgeschlagen, also was Senatsposten angeht, ist es genau halbe halbe, was Männer und Frauen angeht. Und in der Bürgerschaft sind es immerhin 45% Frauenanteil, was die Abgeordneten angeht. Das ist zumindest die Zahl, die ich gelesen habe. Würden Sie sagen, wir sind da ein Vorzeigestandort oder doch nur Durchschnitt? Nee, also die Bürgerschaft Abgeordnete sind geringer, sind weniger. Also ich meine 31%. Das hat sich verschlechtert. Also okay, müssen wir noch mal genau gucken. Aber das ist richtig, dass wir bei den Senatorinnen und Senatoren pari-pari haben. Aber geht man eine Stufe drunter, denn die Staatsrätinnen und Staatsräte sieht schon ganz anders aus. Da sind es wirklich von 13 Staatsrätenposten sind nur 2 Frauen. Also 15%. Und das ist wirklich, da gibt es noch viel zu tun. Also Luft nach oben. Yeah. Auch Ihre Kolleginnen haben gesagt, was die Gleichberechtigung als solche angeht, das ist auch noch ein weiter Weg. Ja. Skizzieren Sie es mal. Naja, die Gleichberechtigung ist wirklich ein weiter Weg, auch bei den Direktwahlen. Wenn man jetzt zum Beispiel die Bürgermeisterinnenposten, wir bewegen uns da bei 10%, da muss man dann genau hinschauen, größere oder kleinere Stadt. Aber das ist natürlich viel zu wenig. Und man kann, egal ob man in den Arbeitsbereich schaut, auch da ist natürlich noch Luft nach oben. Wir wissen, dass die Gehälter unterschiedlich sind zum Beispiel. Und das beginnt leider schon bei Mädchen, das beginnt schon beim Taschengeld, geht dann über die Ausbildung, Vergütung und eben bis später durchschnittlich
durchschnittlich verdienen 21% die Frauen weniger als die Männer. Wie sind denn gerade so die Tendenzen? Wir leben ja in politisch doch relativ brisanten Zeiten gerade. Gibt es da auch, was das angeht, irgendwie so eine Umdenke gerade? Naja, es ist auf jeden Fall ein Backslash zu verzeichnen. Der ist aber schon länger zu verzeichnen. Wir spüren ihn medial, in der Präsenz von Frauen jetzt oder aber auch in, im Grunde in Spielzeug und anderen Dingen. Aber also Frauenrechte sind eben auch ein Menschenrecht und das heißt, die Gleichstellung ist eben auch ein Gradmesser für Demokratie und mit der Erreichung von Gleichstellung kann man eben auch Demokratie befördern. Ja. Und das Thema Demokratie ist ja eben gerade auch ein Thema, ist wo ein wir... schwieriges gerade. Genau. Wir reden gleich noch kurz weiter, Frau Wilhelm. Wie es der Zufall so will, liebe Zuschauer, ist heute auch Weltmädchentag, ich habe es eingangs gesagt. Und es ist der Grund, weshalb heute in ganz Deutschland bekannte Denkmäler oder Gebäude in Pink leuchten, auch nicht ganz frei von Klischees. In Bremen ist es der Weser-Tower. Wir haben die Bremer gefragt, was sie den Mädchen an diesem Tag wünschen. Ich wünsche den Mädchen von heute, dass sie so viel Selbstbewusstsein haben, dass sie nicht ständig darüber nachdenken, ob sie vielleicht benachteiligt sind. Ich wünsche den Mädchen von heute, dass sie nicht nur die besseren Abschlüsse machen, sondern endlich auch mal die guten Jobs kriegen. Dass die ein bisschen mutiger sind und dass die ein bisschen offener sind. Und wenn die auch mal angesprochen werden, dass man jetzt sie nicht so fühlt, ach, was will der denn von mir? Dass sie ihr Leben selber in die Hand nehmen, dass sie Spaß dabei haben und dass wir gemeinsam die Rahmenbedingungen so schaffen, dass das alles geht. Ich wünsche den Mädchen von heute, dass sie ernst genommen werden. Dass sie die Chancen, die sie haben, wahrnehmen und gleiche Teilhabe in der Gesellschaft erlangen können. Ich wünsche den Mädchen von heute, dass sie genauso stark sind wie die Männer von heute. Dass sie sich nicht so sehr beeindrucken lassen von der Filterwelt, von den Kim Kardashians dieser Welt. Ich wünsche den Mädchen von heute, dass sie auf alle Fälle die gleichen Chancen bekommen wie Männer. Frau Wilhelm, Sie haben das Schlusswort. Was wünschen Sie den Mädchen von heute? Ich wünsche den Mädchen, dass sie ungeduldig bleiben und werden und dass sie wirklich auch an der Gestaltung Lust haben, an der Gestaltung der Gesellschaft. Das nehmen wir mit. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio, Frau Wilhelm. Vielen Dank für die Einladung.